Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Kid Clown. Ich würde ja gerne sagen, dass ich das zum ersten Mal spiele, dem ist aber nicht so, weil ich die vorige Aufnahme leider versaut habe. Also kenne ich das Spiel diesmal schon ausnahmsweise. Ja, Cover, interessant. Clown halt. Gibt es jemanden, der Clowns mag? Ich weiß nicht. Ich mag keine Clowns. Falls jemand Clowns mag, möge er das bitte in die Kommentare schreiben. So, ich kann hier herumrennen, das kann da auch drauf springen, ich kann ducken. Und ich kann hier mit Ballons schießen. Ich kann die auch hinaufschießen. Und was cool ist, ich kann hier Ballons legen und dann so drauf hüpfen. Und ich kann Ballons in der Hand halten und dann mit ihnen so ein bisschen schweben. Das weiß ich jetzt schon, weil ich es eben heute schon mal gespielt habe. Gerade habe ich heute das Let's Play aufgenommen und leider versaut. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Egal. Dafür kann ich es jetzt schon gut. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich hatte beim ersten Mal Schwierigkeiten, die erste Stage zu schaffen. Ich glaube, es wird jetzt beim zweiten Mal schon deutlich leichter sein. Das Spiel ist nicht leicht. Es ist alles andere als leicht, aber... Das macht nichts. So, ja. Und dann eingesammelt da. Der Clown kann schwimmen. So, die Muschel geht unter, wenn ich drauf springe. Das weiß ich mittlerweile schon. So, da. Herz wurde eingesammelt. Warum? Stirbst du nicht einfach? Weiß man nicht. So, da weg damit. So, Waldi muss auch weg. Dine, tschüss. Und weiter geht's. Ich glaube jetzt schon zum Endboss. Ein komischer. Uah. Komm schon. Das Springen reagiert viel zu langsam. Ah, jetzt habe ich es geschafft zum Ausweichen. Hüpfe. Ah, schlechter Moment zum Hüpfen. Im letzten Mal habe ich es im ersten Mal geschafft. Okay. Schade. Weiter geht's. Hey, nochmal. Pudel muss weg. So, Pudel muss weg. Spinne muss weg. Zappa. Rauch auf die Muschel. Runterschweben. Das Herz halt, dann nehmen wir uns noch mit. Danke sehr. Oder, puh, ich rock das Ding hier gerade ordentlich. Bin von mir selbst begeistert. So, dann mal schauen, ob ich den Endboss jetzt auch so schnell fertig mache. Ah, der. Und weiter geht's. Warum man da plötzlich auf so einem fliegenden Teppich landet? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt mehr aufs Ausweichen konzentrieren. Tada. Stirb. Hat funktioniert, einfach voll drauf geballert. Warum wir jetzt Luftballons Igeln töten, ist mir jetzt nicht ganz klar. So, es ist ein tolles Bonusspiel, ich habe noch nie irgendwas getroffen hier. Daneben. So, dann next. Es ist einfach untreffbar. Immer daneben. Ja, wirklich. Ein Schuss habe ich noch. Na, drei Schüsse habe ich sogar noch. Nix. Ja, ich habe es getroffen. Ich fasse es ja nicht. Na, das war zu langsam. Na bitte, ich habe was getroffen. Wahnsinn. Und jetzt, was ist da? Der Spiegel, ein Albtraumspiegel, so da, ja. Die Story nervt ein bisschen, ich weiß nicht. Vor allem, man kann die Story nicht überspringen. Stage 1! Okay. Okay, das ist ein anderes Stage, ja. Ein bisschen mit gleichen Ersatz. So, die Schlange, da muss man aufpassen, die kann nämlich schießen.
So, dann diese Blumen hier kann man nicht töten, aber man kann drüber springen. Gibt sich einen Ballon hin und. Na. Was ist da? Was ist das? Keine Ahnung, da hüpfen wir lieber drüber. Sammeln da alles schön brav. Noch ein Herz. So, die Brücke fliegt auseinander, wenn ich drauf hüpfe. Also muss ich schnell sein. Ja, vielleicht doch rennen und nicht springen. Okay. Ja, okay. Weg damit. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht, das Spiel, kann ich eigentlich nur sagen. Vor allem, bis man mal diese ganzen Steuerungszeug checkt, habe ich echt lang gebraucht. Ach, der ist noch ein Herzall. Und jetzt voll kann ich drüber rennen und zum Schluss springen. Ja, hat geklappt. Hund getötet. Oder Biene. Was sind Dinge, die man mit Doppel und unmöglich töten kann, töte ich ja. Okay. Rüber. Wo muss ich jetzt hin? Da. Wieso kann sich diese Biene einfach nicht verpissen? Und jetzt? Ja, das ist auch so, da weiß man nicht, bin ich jetzt gestorben oder habe ich es einfach nur runtergeschafft? Ich habe es runtergeschafft, das weiß ich jetzt schon. Ah, dieses blöde Fragezeichen, das dreht die Steuerung um. Komplett unnützes Extra. Einfach nur nervig, so, jetzt geht's wieder. So, die schießt die Ballons zurück für der Schlange, muss man aufpassen. Und da. Ist da diese komischen Krötenviecher da? Auch Blatt hier. Die können sich tarnen, muss man aufpassen. Ist das der Blitz? Jawohl. Unbesiegbar sein ist gut. Das mag ich. Oder bricht meine fetten Ballone. Eie. Schnell drüber. Ah nein, das bricht nicht zusammen. Okay. Warum das jetzt nicht zusammenbricht und als andere zusammengebrochen ist, egal. Gibt keinen Sinn. Komplett inkonsistent. Ah. Macht aber nichts. So, weiter geht's. Was ist da los? Ah, du bricht wieder zusammen. Nein. Da hätte ich nicht springen dürfen. Ich trottel. Springen ist langsam, es geht. Nein. Okay, continue. Minute 8. Ihr seht, ich habe Spaß. Ein gutes Game. Kid Clown. Blöder Titel. Aber das Spiel macht irgendwie Spaß. Braucht aber eine gewisse Eingewöhnungsphase hier, muss ich sagen. Weil, wie ich es vorhin aufgenommen habe und das Let's Play versaut habe, die Aufnahme versaut habe, hat es mir noch nicht so laufen gesagt. Aber jetzt mittlerweile ist es eigentlich schon ganz, ganz gut. Zum Schluss noch einmal springen. Perfekt. So, Hund. Tschüss dich. Ah, jetzt ist schon dieses extra sich in die falsche Steuerung, Steuerungsumkehr. Da hätten sie sich sparen können. Das macht keinen Spaß. Man muss einfach nur warten, bis es aufhört. Und das nervt halt einfach. Trinkt niemanden was, nervt mal. Oder einfach da runterfliegen und die Bienen versuchen, möglichst nicht zu treffen. So, oder? Das ist wieder Steuerungsumkehr, oder? Na, nicht einmal. So, da. Weg mit euch! Weg mit dem ganzen Klumpert! Ah! Na, geh weg! Weggesprengt da, dann kann ich das wieder einsammeln, ja.
Spinner, AD. Blitz ist gut. Rauf, 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 schneller muss das gehen. Komm. Du Clown. Ich voll Schimpfwort, du Clown. Sieht, was wir auch in den amerikanischen Filmen immer haben. Ja, jetzt musst du auf die Clownschule gehen. Für die Drohung, für Leute, die nicht gescheit lernen. Ich kenne tatsächlich wirklich jemanden, der auf die Clownschule gegangen ist. Es gibt sowas. Hier in Österreich. Klingt deppert, ist aber so. Frag mich nicht, wo das ist. Ich habe nicht nachgefragt. Ah, Hätte ich mehr ballern müssen mit dem Gehen. Die Clownschule. Was man da wohl alles lernen, Leute, ne? Ah, ich weiß nicht, die Kiste da kann ich mal sparen. Ah, sprich zusammen. Ah, blöde Biene, ey. Ist jetzt irgendwie ein Mist drinnen? Ah, das hat mich gehittet. Super. Endgegner. Okay. Einfach Ballone darauf schießen und zum Deckung gehen, wenn er schießt. Und Bartz, das war ein Luftballon so viel. Ja, die Vögel, die nehmen nämlich die Luftballone in den Mund und ersticken dran. Und deswegen funktioniert das. Deswegen ist auch kein Logikfehler hier. Kein Logikfehler, bitte gehen Sie weiter. Na, viel zu langsam. Okay. So, nein, das heißt in die andere Richtung. Jawohl! Na, das hat jetzt nicht funktioniert, warum auch immer. Den schnapp ich mal. Nein, langsam habe ich gerade das Timing. Ich werde besser. Ah, der verwechselt die Richtung, der Blödmann. Nix. Come on. Jawohl. Ja, das auch noch. Na, knapp daneben. Das geht sich noch aus. Lecker Schlecker Apfel. Das ist zu schnell. Das geht sich. Ah, auch das geht sich aus. Der ist auch voll zum Bro hier. Ah, der wechselt die Richtung. Ja. Ah, nein, schade. Ah, jetzt wechselt die Richtung, der Mist. Ah, Banane wechselt auch die Richtung. Komm schon. Na gut. Ja, da habe ich jetzt ganz schön abgeräumt, Leute. Stage 2. Ich bin schon bei 13 Minuten und ich wollte das eigentlich nicht zu lange spielen. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz die zweite Welt. Das machen wir noch. Dann müssen wir hier mal alles da zusammenreißen. Es gibt neue Gegner. Handschuhe. Und ich habe hier offensichtlich auf Lego. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Und aus diesen Kisten kommen Clowns raus. Und die sind böse natürlich. Ich bin ein guter Clown, die anderen Clowns sind böse. Weiß man doch. Ah, da hab ich erwischt. Das kann man einsammeln da. Da gibt es auch noch Roboter. Die kann man ja auch mit Luftballons bekämpfen. Und da gibt es noch Trampoline. Aber irgendwie. Nicht ganz so praktisch. Was ist das da wieder? Aha. Einfach drüber hüpfen. Drüber hüpfen. Oh je, das war nicht so gescheit. Komm schon, drüber hüpfen. Roboter. Ah! Ein Roboter hätte ich da. Komm schon.
weg damit. Einsammeln. Keine Steuerungsumkehr, sondern irgendwas Praktisches. Geh weg, du blöde Hand. Auf der kein Mensch. Und next. Gleich wieder einsammeln da. Unbesiegbar. Aha, jetzt fliegt da alles runter. Uah. Bin ich froh, dass ich unbesiegbar bin. Das ist alles doch deutlich schwieriger. Aha, wow. Das ist ja was. Das kennen wir doch aus Mario auch. Dass hier die Balken die Farbe wechseln. Ich muss da einen Ballon hingeben und mich raufschleudern. So geht's. Und next. Boah, ich habe einen Lauf heute. Rennt echt gut mit dem Game. Kids klauen, kann ich schon mal sagen. Eindeutige Spielempfehlung. Und es gibt noch ein Scrolling-Level auch noch. Was will man mehr? Jetzt nochmal. Ja, ich probiere das auch noch. Da eben gehüpft. Okay, wie muss ich da hüpfen? Muss ich da raufkommen? Brauche ich da eine Hüpfhilfe? Die gutartige Hüpfhilfe. Ich komme nicht drauf. Doch, ich komme drauf. Ich habe einen Stress. Es ist zu knapp. Das ist knackig. Knackig hart. Ich sage aber danke. Das war Kid Clown am NES. Ich hoffe, die Aufnahme hat diesmal funktioniert, sonst bin ich echt deprimiert. Ja, ab zum Endscreen würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Danke für euren Daumen hoch. Habt ihr sicher schon da gelassen. Da unten könnt ihr abonnieren. Jeden Tag ein neues NES-Game extra für euch. 300 NES-Games habe ich schon gezockt. Wenn ihr jetzt gleich weiterschauen wollt, da drüben gibt es gleich noch mehr. Ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.